Hey Leute, ich bin's wieder, euer Robin von Testhelden. Wenn auch du dich gerade auf deinen Einstellungstest bei der Bundeswehr vorbereitest, dann check doch gerne unten die Videobeschreibung aus. Ich habe dort den Link zu unserer Seite reingepackt, wo wir dich mithilfe von Experten optimal auf deinen Einstellungstest bei der Bundeswehr vorbereiten wollen. Ja, heute gibt's ein Thema, was wahrscheinlich den einen oder anderen echt beschäftigt, bevor er zur Bundeswehr geht. Macht man die ganze Zeit Liegestütze bei der Bundeswehr oder ist Sport da wirklich so ein krasses Thema? Also, ich war 2016 selbst bei der Bundeswehr, ist natürlich schon 4 Jahre her. Ich habe meine Grundausbildung in Marienberg gemacht und ja, wir haben schon relativ viele Liegestütze gemacht. Bei uns war es so, geweckt wurden wir abhängig immer davon, was auf dem Dienstplan stand, zwischen 5.30 Uhr, 6 Uhr und dann ja, ging es kurz ins Badezimmer, so in diesen Waschraum, nennt man das glaube ich bei der Bundeswehr. Dann hat man sich schnell rasiert, dann ja, hat man sich einigermaßen zurecht gemacht. Seine Uniform angezogen, dann war antreten, dann gab es die Rasurkontrolle und dann haben wir tatsächlich jeden Morgen Frühsport gemacht. Unsere Ausbilder fanden irgendwie die Sally-Challenge ganz geil. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, so Bring Sally Up, Bring Sally Down. Dann wurde quasi so eine Art Bose, JBL, wie auch immer man diese ganzen Boxen nennt, wurde quasi angemacht und dann haben wir zu diesem Lied die ganze Zeit Push-Ups, also Liegestütze gemacht. Manchmal das Ganze auch ein bisschen variiert, dass wir irgendwie was für den Bauch gemacht haben, dass wir im größeren Kompanierahmen was gemacht haben. Da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man sich da sportlich betätigen kann. Ich fand es tatsächlich irgendwie eine ganz coole Sache. Ich finde Sport, ja, ist cool. Man sollte sich vielleicht auch vor der Bundeswehr oder bevor man zur Bundeswehr geht, ja, so ein bisschen fit machen, ein bisschen laufen gehen, die großen Muskelgruppen trainieren, vielleicht schon im Vorfeld ein paar Liegestütze machen. Aber an sich hat das echt ein cooles Feeling, wenn irgendwie 50 Leute Liegestütze machen und dann ja einheitlich 1, 2, 3, 4 quasi die Push-Ups machen. Ist echt eine interessante Sache. Zwischendurch wurden ab und zu auch immer ein paar Liegestütze gemacht, wenn irgendjemand was verbockt hat oder wenn irgendwas in der Ausbildung nicht ganz gepasst hat. Aber ansonsten hält sich's im Rahmen. Also ich meine, klar, man geht zum Militär, da sollte man mit rechnen, dass man ein bisschen Sport macht. Aber ist alles handelbar, machbar, wenn man sich ein bisschen im Vorfeld vorbereitet und ja, wenn man Lust hat auf Sport. Falls du Fragen hast zum Thema Sport, Push-Ups, Liegestütze bei der Bundeswehr, dann pack die gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und wir sehen uns im nächsten Video. Da noch Robin von Testhelden. Mach's gut. Ciao, ciao.